Also, so, wir haben 11:30 Uhr, digitales Bautagebuch im SAK-Handwerk, Pflicht oder Kür? Ich freue mich sehr auf Jan Höppner. Jan, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Robert. Hallo, ich grüße Du dich. bist Geschäftsführer, hi, von Simplias. Ja, genau. Und ich freue mich sehr, dass du aus meiner Heimatstadt kommst, aus Leipzig zu Ganz genau. uns. Wir haben gerade festgestellt, dass wir aus gleichen Stadt kommen, Leipzig, genau. Ja, und wir haben festgestellt schon, wir sind beide bei den Montagsdemos mitgelaufen. Ja, na. Ich als Achtjähriger, ich wusste nicht, worum es geht. Bei dir war es wahrscheinlich Also ähnlich. acht, oh ja, auch als Achtjähriger auf den Schultern vom Papa mit gewesen. Also das war Aber immer wir das müssen Gleiche. uns auch mal zu einem anderen Thema treffen, lieber Ja, Jan. müssen wir mal Und machen. gestern ist dein Produkt, quasi MFR-Software, schon so ein bisschen Thema gewesen bei uns, Ganz genau. nämlich bei GBS. Die beiden Dominics, ich sag mal groß und klein, da haben wir das schon ganz ausführlich, da Dominik haben wir wieder Domi hier. steht schon da, hi. Und da wurde deine Software schon gelobt und wir wollen heute nochmal deshalb genau wissen, was dahinter steckt. Und lieber Jan, ich habe natürlich ganz viele Fragen jetzt zu dem Thema mitgebracht, digitales Bautagebuch im SAK-Handwerk. Und erzähl uns doch aber gerne nochmal ein bisschen, was du so den ganzen Tag über machst oder was ihr bei Simplias so macht. Genau, also ich stelle mal ganz kurz in 5 Minuten das Produkt vor. Ja, wir sind eine Handwerkersoftware und ja, wir digitalisieren die Heizungen installieren, die Kühlanlagen reparieren und verbauen, die Klimaanlagen auf den Häusern platzieren, die Solaranlagen installieren, die ja, ganze Häuser bauen, Glasfaserleitungen verlegen. Und ja, die das alles auch noch in Stand halten. Und diese wenigen Fachkräfte, die es da draußen gibt, da schauen wir, dass wir mit unserer Lösung diese maximal produktiv einsetzen können. Ja, dass also diese Fachkräfte wirklich effizient unterwegs sind und auch motiviert sind. Und das ist ein großes Thema dann. Was machen wir? Wir bieten eine allumfängliche Handwerkersoftware, die einfach und offline ist für den Handwerker. Wir haben angefangen von Angebotserstellung über Auftragserstellung, dann Auftragsverteilung, Projektsteuerung und Außendienststeuerung bieten wir alles an, was eine Handwerkersoftware fürs Handwerk, für einen Klimatechniker braucht. Und ja, haben wir eigentlich alles dabei und genau das machen wir. Wie machen wir das? Da haben wir ein relativ ausgefeiltes digitales Checklistensystem entwickelt, das uns diese ganze Dokumentation vor Ort so erleichtert, dass man halt wirklich nicht irgendwelche PDFs oder sowas ausfüllen muss, sondern mit so einer dynamischen Checkliste geführt ist und genau das ausführt, was man ausführen muss. Und dadurch sind wir wirklich auch einer der wenigen Produkte, die in dem Bereich digitale Transformation wirklich relativ weiter nach vorne gestoßen sind. Genau. Das war so eine kleine Einführung von dir, lieber Jan. Danke. Und dann wäre meine erste Frage, wenn wir mal ganz vorne anfangen, Ja. Bautagebuch. Wie würdest du den Begriff definieren? Was ist darunter zu verstehen? Und was hat das Ganze mit einer digitalen Bauakte zu tun? Gibt es da Unterschiede? Genau, also ein Bautagebuch ist so eine, ja, wie kann man das beschreiben, ist so eine also so eine allumfassende Dokumentation vom täglichen Geschehen, was ich am Tag auf der Baustelle mache. Ja, da dokumentiere ich als Handwerker, also meistens machen das die Bauleiter, Zeiterfassung, Pläne, also irgendwelche Verzögerungen, irgendwelche Abmachungen, vielleicht irgendwelche neuen Vereinbarungen, Nachträge, verbrauchtes Material. Auch das Wetter spielt natürlich eine Rolle, weil manchmal kann ich gegebenenfalls nicht bauen und dann, weil das Wetter zu kalt ist, muss ich das protokollieren. Und je mehr ich natürlich dann dokumentiere, desto mehr ist es dann, desto besser ist es. Und jetzt zur digitalen Bauakte, das ist natürlich Ja, das zweite genau. Thema. Die ist halt praktisch das komplette Projekt umfasst sie. Das heißt also, ich habe einen Vertrag, also nach VEB meistens, also so ein Bauvertrag, der fällt da rein, die ganzen Dokumentationen, Genehmigungen und dann natürlich auch dann die ganzen Leistungsbeschreibungen von den einzelnen Gewerken und natürlich auch das Bautagebuch an sich selbst. Das ist alles Teil von dieser digitalen Bauakte. Wichtig ist bei dieser digitalen Bauakte, dass sie natürlich für alle zur Verfügung steht, ne? Also sonst hast du ja natürlich dann wieder Schwierigkeiten, dass die Mitarbeiter nicht zugreifen können, nicht die richtigen Informationen haben. Und insbesondere als Chef solltest du natürlich auch die digitale Bauakte, ja, kann man das sagen, ja, kontinuierlich führen und dann natürlich auch updaten. Und wenn das halt nicht passiert, dann weißt du halt nicht, wo du zurzeit im Projekt stehst. Und wenn du das nicht nachkontrollierst, kann es halt passieren, dass halt irgendwas gebaut wird, was der Kunde vielleicht gar nicht wollte. Oder der Kunde vielleicht irgendeinen Rückbau wollte, dass du dann irgendwie kostenlos mitgemacht hast und vielleicht einfach gar nicht protokolliert hast und später gar nicht abrechnest. Also das war so ein bisschen der Unterschied
Bauakte, digitale Bauakte und digitales Bautagebuch. Genau, ganz genau. Bleiben wir beim Bautagebuch, das ist ja auch das Thema. Wer muss das denn führen? Gibt es da ein Muss? Für wen gilt das? Jetzt wollte ich noch kurz, bevor du sagst, wir sind beide Dominiks, ja? Kommen in die Blätt von GBS. Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr beide da seid. Moin, Dominiks. Grüß euch. Schön, dass ihr da seid. Und, genau. Vielleicht können wir die beiden nochmal auf die Bühne holen. Die pflegen auch. Das eskaliert sonst wieder so wie gestern. Da müssen wir vorsichtig sein. Ja. Aber vielleicht können wir uns auch zu viert zum Podcast dann treffen, je nachdem. Daumen geht hoch. Frage war, wer muss denn das Bautagebuch führen, lieber Jan? Gibt es da einen Muss? Für wen gilt es? Genau, da haben wir uns auch natürlich Gedanken gemacht. Also es muss auf jeden Fall der Bauleiter muss das Bautagebuch führen. Das kann aber auch der Architekt machen oder ein Ingenieur. Ist aber natürlich im Interesse von dem Bauherrn und auch von dem Bauträger, dass dieses Bautagebuch natürlich geführt wird. Weil wenn es nicht geführt wird, ist es halt natürlich immer schwierig, dann zum Schluss bei irgendwelchen Streitigkeiten oder irgendwelchen Verzögerungen dann zu gucken, wer trägt dann Kosten. Dann auch Genehmigungen sind natürlich auch wieder wichtig. Das muss dokumentiert werden, weil wenn Genehmigungen fehlen, kann das auch wieder zu Verzögerungen führen. Und wenn das alles nicht im Bautagebuch hinterlegt ist, ist es natürlich schwierig. Ja, kannst du mal ein bisschen darauf eingehen, wer davon profitiert, wenn jetzt so ein Bautagebuch geführt wird? Also wie sollte man es führen? Gibt es da Richtlinien und Standards, was die Dokumentation angeht und so weiter? Ja, da gibt es Richtlinien. Also da gibt es also die wichtigste sagen wir Verordnung, würde ich sagen, ist die VEB. Das ist die Verordnung fürs Bauwesen. Und da ist halt genau geregelt, was alles in so einem Bautagebuch alles hinterlegt werden muss und was in so einem Bauvertrag alles berücksichtigt werden muss. Für wen ist es wichtig? Ist natürlich auf jeden Fall eine Haftungs- und eine Absicherungspflicht für den Bauträger, um halt praktisch nicht irgendwann dann dazustehen. Dann auch für den Bauherrn, um einfach zu sehen, dass es einen Fortschritt gibt im ganzen Bau, dass er nicht irgendwie dann dasteht und keine Informationen hat. Und deswegen ist es halt wichtig, dass dieses Bautagebuch einfach zu pflegen ist. Und zwar von der Baustelle einfach und offline. Weil wenn ich halt kein Internet habe, dann hilft mir das ganze die ganze Dokumentation. Davon muss ich ja ausgehen bei uns, dass ich kein Internet habe. Ja, hat man ja relativ oft dann auch, dass man kein Internet hat. Und da ist es halt einfach wirklich wichtig, dass es online, weil, stell dir mal vor, es gibt nichts Schlimmeres, der Bauarbeiter ist auf der Bauleiter ist auf der Baustelle und kann das Ganze nicht pflegen. So, dann nächster Punkt, du hattest ja gefragt, für wen ist es, oder welche Richtlinien gibt es? Es gibt noch die DIN 1964, daran kann man sich auch orientieren und dann gibt es natürlich auch noch Behörden und Auftraggeber, die dann gegebenenfalls eigene Anforderungen mitbringen, irgendwelche Genehmigungen oder was auch immer, was praktisch beim Bau berücksichtigt werden muss. Und das können die praktisch im Bauvertrag natürlich dann auch festhalten. Und dafür ist es natürlich wichtig. Und das sind dann diese Anforderungen. Wie kann ich denn, also es gibt so gewisse Standards, die es zu beachten gilt, wie kann ich denn als Auftragnehmer sicherstellen, dass die Standards bei der Führung des Bautagebuchs eingehalten werden? Genau, also das Allerwichtigste ist erstmal natürlich, dass man um diese Standards einzuhalten, braucht man auf jeden Fall eine digitale Software. Sonst wird es natürlich schwierig, weil mit Zetteln kriegst du das Ganze nicht abgebildet. Dann ist es so, viele Unternehmen arbeiten immer so digital in PDF-Dokumenten, was ist eine Art Digitalisierung ist, aber zum Schluss nicht die wirkliche digitale Transformation. Weil wenn du das gleich in Checklisten aufbauen würdest und das offline die Dokumentation zur Verfügung stellst, kannst du das ja dann zum Schluss dann wieder automatisieren, Rechnungsstellung automatisieren, Zeiterfassung automatisieren und also kannst praktisch da sehr, sehr viel dann in diesem Bereich machen. Jetzt haben wir ja vorher schon differenziert, Bautagebuch, digitale Bauakte. Ja. Es gibt ja noch mehr Begriffe. Bautagesbericht, Baustellenprotokoll. Was hat es damit auf sich? Okay, genau. Du hast das Bautagebuch, das ist praktisch die tägliche Dokumentation. Also das, der Bauleiter ist unterwegs, muss Zeiterfassung, Pläne und alles dokumentieren. Der Bautagebericht ist für den Bauträger, das ist das Protokoll, also das ist der Bericht, den er von seinen Zulieferern, von seinen Subunternehmern praktisch abfordert, seinen Lieferanten und es ist praktisch so ein Leistungsbericht, dieses Bautagebericht. Und das ist ein Unterteil vom Bautagebuch. Und dann gibt es noch praktisch dann das Bautageprotokoll. Und da geht es praktisch um Änderungen, Genehmigungen, Nachträge, die praktisch dann in so einem Protokoll dann hinterlegt werden. Also da ist auf jeden Fall da diese Unterscheidung zwischen denen. Aber es ist nicht ganz so einfach und ich glaube auch viele wissen das auch wahrscheinlich auch gar nicht.
Kann ich denn als Auftraggeber von ausführenden Handwerkern verlangen, dass sie ein Bautagebuch führen? Wie ist das geregelt? Verlangen nicht richtig. Es ist ja eigentlich ist es im Interesse von dem Auftragnehmer, also von dem Bauträger, das Ganze zu dokumentieren. Also es ist praktisch eher so ein Jein. Ich kann Leistungsnachweise natürlich einfordern, Zeiterfassung und so weiter, aber ich kann keine vollumfängliche Dokumentation vom Bauträger einfordern, weil das ist natürlich, das obliegt dem Bauträger. Der wird es natürlich tun, er wird es aber wahrscheinlich nicht ganz so transparent dann seinem Kunden dann zur Verfügung stellen. Also. Jetzt lass uns nochmal auf eure Lösung schauen. Sieht die Bausoftware genau aus? Ja. Wie ist es damals entstanden? Genau, also die Software, die habe ich vor 13 Jahren habe ich gegründet, damals in Leipzig. Und hat sich... Ein guter Ort zum Gründen. Auf jeden Fall ein guter Ort. Genau, und das hat sich Stück für Stück, das war damals wirklich sehr eng mit so einem Heizungsbauer, haben wir das zusammen entwickelt. Und da war wirklich ein Need für die Digitalisierung der ganzen Dokumente und der ganzen Serviceberichte und auch dieser Baugeschichten. Und das war halt einfach so der Punkt, wo man gesagt hat, okay, da gibt es einfach Need und da müssen wir was bauen. Und wir wollen halt wirklich Serviceunternehmen und halt und auch Klimaunternehmen in dem Bereich unterstützen, dass die halt sowas effizient einsetzen können und ihre Mitarbeiter halt wirklich nicht frustriert sind, weil sie halt irgendwie Zettel und Dokumente und alles dann irgendwie später nachreichen müssen. Erzähl uns doch mal, wie das genau aufgebaut ist, die Software, und wie das mit den Lizenzen aussieht. Genau, der Aufbau der Software ist, also ich hatte ja schon mal eingangs erwähnt, dass wir für das gesamte Unternehmen, für das gesamte Handwerksunternehmen, also auch ein Klimatechnikunternehmen zuständig sind. Das heißt also, wir haben drei Pakete. Das eine ist das Office-Paket. Da hast du Rechnung und Angebotwesen alles mit drin. Also alles, was du, und auch die IDS, GAP und Datanorm, also praktisch diesen ganzen Export, Import und auch über Datenschnittstellen. Dann haben wir das bei uns nennt sich das FSM-System, also praktisch so dieses Auftragswesen und die Einsatzplanung. Und dann haben wir noch den dritten Bereich, das sind die Projekte. Und da geht es praktisch die Projektakte, Bauakte, Bautagebuch. Und so bieten wir halt praktisch alles ab, was so ein Unternehmen braucht. Aber wir können es auch wirklich direkt auf das Unternehmen speziell, dass die Pakete so zuschneiden, dass das Unternehmen halt wirklich genau das nimmt, was es halt auch wirklich für sich selbst verwendet. Also kann man schon sagen, dass eure Lösung auch tatsächlich an meinen Funktionsbedarf in meinem Unternehmen angepasst werden kann? Ganz genau. Das heißt, du kommst zu uns und du hast ja praktisch eine gewisse Unternehmensstruktur. Vielleicht hast du auch teilweise schon eine Rechnungsstellung und sagst, okay, also eine Rechnungsstellung interessiert uns überhaupt nicht. Wir wollen einfach nur dokumentieren, würden gerne unsere Monteure und auch die Bauleiter koordinieren, würden gerne unsere Bauprojekte damit dokumentieren. Und dann nimmt man halt wirklich alles außer Office. Und da gibt es eine Schnittstelle über Zapier oder Make.com und dann kann man das damit verknüpfen. Dann kannst du nochmal beschreiben, wie jetzt eure Lösung Projektplanung und Umsetzung auf der Baustelle und im Büro verbindet. Also es ist praktisch so, dass du, der Auftrag kommt rein, digital rein und dann ist so, dass der Kunde, dann entweder kriegt er schon eine Benachrichtigung und kann sich selbst mit uns sogar schon, das ist neu, das sind wir glaube ich auch die Einzigsten in dem Bereich, sich selbst den Termin mit dem Techniker machen. Das heißt, wir suchen den richtigen Techniker nach Qualifikation, Bauleiter nach Qualifikation, nach Fähigkeiten, nach Entfernung und nach Zeit aus und und wird das Ganze verplant. Oder es macht der Einsatzplaner dann per Hand und dann kriegt der Bauleiter natürlich dann die Benachrichtigung auf seinem Tablet, du hast nur einen Auftrag, bitte kümmere dich darum und dann kann er das Ganze offline dann vor Ort dann dokumentieren. Wie war das oder wie ist das generell? Ich komme jetzt als Interessierter auf euch zu, teste das erstmal oder wie war das beispielsweise bei GS damals? Wie ist die Zusammenarbeit da entstanden? Genau, also da gab es einen ersten Kontakt und die fanden das glaube ich erstmal irgendwie so ganz cool und waren natürlich aber auch erstmal skeptisch, man ist erstmal skeptisch. Und ich glaube, dann gab es eine kleine Präsentation. Großes Kopfschütteln erstmal. Ja, und dann einfach geguckt und dann glaube ich, da haben die Jungs so ein Gefühl für diese Software entwickelt und ich glaube, die fanden das dann schon ganz gut, weil sie einfach dann die Mehrwerte gesehen haben. Dass halt also viel automatisiert wird, viel von täglichem Tagesgeschäft einfach wegfällt, weil die Zeiterfassung halt automatisch zum Schluss raus, unten rauspurzelt, die Tagesberichte halt immer vorhanden sind und man auf jeden Fall seinen Außendienst und seine Mitarbeiter so steuern kann, dass es halt einfach Spaß macht. Ne? Also ist es in der Regel schon, also aber ich kann jederzeit sagen, ich will es mal testen und dann steige ich richtig an. Jeder kann das testen bei uns, ja. Also wir haben richtig, für uns ist es wichtig, im ersten Kontakt, das stellen wir erstmal fest, passt das Unternehmen zu uns.
Weil wir haben eine Erfahrung und wir wissen auch, also welche Handwerker. Es ist dann auch so, dass du so ehrlich bist und sagst, nee, das passt nicht. Dann, ja, oder, absolut, ja. Oder lass uns in 3 Monaten nochmal sprechen. Ja, oder sowas sagen wir dann auch. Was ist so einer der größten Gründe, wenn du sagst, nee, das ist nichts für euch? Oft die Größe. Wenn die Unternehmen nicht groß genug sind und es halt nichts wirklich was zu verplanen gibt, ist es halt für uns immer schwierig. Dann sagen wir, okay, also ab 5 Lizenzen sollte man schon haben, weil dann kannst du wirklich ordentlich einen Außendienst steuern und kannst die Mitarbeiter steuern. Und das ist das, wo wir dann wirklich dann diese Unterscheidung machen. Weil wir wollen den Mehrwert halt wirklich auf die Straße bringen, und zwar draußen. Bist du erstaunt, wie wenig Handwerker oder wie auch immer sich der Digitalisierung bedienen und sich das Leben selber noch so schwer machen? Ich glaube, das ist nicht einfach für die Handwerker, weil die haben halt einfach oft ihr Tagesgeschäft, und dann irgendwie diesen Schritt zu schaffen, da aus ihrem Tagesgeschäft rauszukommen und sagen, oh, jetzt machen wir mal Digitalisierung oder schaffen wir irgendwie einen Mehrwert, das ist, und dann gibt es da natürlich dann auch noch die Angst, es ist in der Cloud, es ist nicht mehr da bei mir. Ist. Und genau, so. Ja. Ja, das ist natürlich, dass ich einfach scheitere, aber haben wir gestern auch schon gehört bei den beiden Dominics von GBS, dass das auch dazu gehört, dass man auch beim Scheitern noch daraus lernt und dann trotzdem irgendwie auf dem richtigen Weg ist. Und vielleicht eine Sache noch, Jan, weil wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Du guckst gerade so skeptisch. Ist dir gerade noch was aufgefallen, was du verbessern kannst? Du grübelst so in den Raum rein oder hast du schon wieder eine neue Idee? Lass uns vielleicht da noch kurz drüber sprechen. Was habt ihr schon irgendwie so 2, 3 Sachen jetzt in den nächsten, als Step geplant, wie ihr eure Lösung noch ergänzen wollt in den nächsten Jahren? Also wir haben es sind 2 große Funktionen, an denen wir jetzt gerade noch arbeiten, was wir planen. Das eine ist ein Kundenportal für die Endkunden dann praktisch, dass sie die ganzen Rechnungen, die ganzen Aufträge und das alles sehen und das wirklich schön dokumentiert haben. Wie so eine Hausverwaltung, wo ich reingucke, sehe, okay, habe ich dann, das sind die ganzen Dokumente, das sind die ganzen Protokolle, und da kann mir das dann praktisch dann eventuell dann neue Aufträge dann einstellen und kann gut mit dem Unternehmen zusammenarbeiten. Und ich denke, in Richtung KI wird sicherlich bei uns noch einiges passieren. Da denken wir, Business-Datenbank ist ein Thema, was wir auf jeden Fall angehen wollen. Also das ist, glaube ich, auch ein großes Thema, denke ich mal, auf einigen Besprechungen, die du hier das schon hattest. Und das sind eigentlich so die beiden Themen, die wir jetzt angehen wollen als nächstes. Ja, noch eine Sache zum Schluss. Wer jetzt noch, sag ich mal, noch die eine oder andere Frage hat, kann man dich erreichen. In Leipzig bist du ja auch zu Hause mit deiner Firma, da findet man dich sozusagen spazieren durch die Stadt. Ja, genau. Also wo können die Interessierten noch erreichen, die noch Fragen haben an dich? Wo kann man dich erreichen? Für jetzt als, okay, du bist in Gedanken schon ganz woanders. Du bist schon wieder zurück in Leipzig. Ja, ich war, ich war 3 Wochen jetzt in Amerika. Du bist noch im Jetlag sozusagen. Ein bisschen im Jetlag bin ich auch noch. Nee, ihr könnt uns auf jeden Fall auf der Webseite MFR Deutschland, könnt ihr uns erreichen. Auch jetzt kurz nach der Präsentation bin ich jetzt noch da. Also wer jetzt hier ist, der kann gerne zu mir kommen, kriegt eine Karte und ihr kriegt auf jeden Fall eine persönliche Betreuung, ne? Ja, und schön, dass du da warst. Ich freue mich auf unser Wiedersehen in Leipzig, mein Lieber. Genau, da lade ich dich auf jeden Fall mal ein. Da gibt es auf jeden Fall, ich denke mal, Anfang nächsten Jahres eine Veranstaltung, und da werden wir auf jeden Fall was machen. Ja. Da, sehr gerne, komme ich sehr gerne. Und wo wir uns auch noch verabreden, ist vielleicht unser Podcast mit Dominik und da Dominik. Da wird man auch wahrscheinlich irgendwie nochmal zusammenkommen. Ja. In Dialekt natürlich. Im Dialekt. Das war das Thema. Ja, bin ich auch gespannt, wie die Ja, so ein bisschen, das Bayerische und das Sächsische ist ja sehr nah, sie liegt ja sehr nah beieinander, sehr verwandte Dialekt, ja, sehr intellektuell. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Digitales Bautagebuch im SHK Handwerk, Pflicht oder Kür, auf jeden Fall die Kür. Jan Höppner, Geschäftsführer Simplias GmbH aus Leipzig. Dankeschön. Jan, ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Wir machen eine kurze Pause und um 12 geht es weiter. Dankeschön. Danke, bis dann.